Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Elena De Giovinazzo. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Buchautorin zum Thema Narzissmus. In diesem Video soll es darum gehen, was die Vorteile sind, wenn ihr den Kontakt zu eurer narzisstischen Familie abbrecht und was in der narzisstischen Familie passiert, wenn ihr das macht. Bevor ich starte, möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure Likes, für jeden, der meinen Kanal abonniert und vor allen Dingen für eure Kommentare. Die sind total ermutigend und sie sind auch inspirierend. Es gibt immer noch viel zu wenige Experten auf diesem Gebiet. Ich stehe mit einigen in Verbindung, aber auch ihr seid meine Experten. Ich schaue mir durch, wenn ich Zeit habe, was ihr so geschrieben habt und ja, das inspiriert mich auch für neue Videos. Genau, schreibt einfach gerne drunter, was euch so interessiert. Dann gehe ich dem mal auf die Spur und vielleicht habe ich ja auch schon die Antwort, dann kann ich die direkt so einbauen. Genau. Immer wieder höre ich von Betroffenen, dass sie sagen, ich hätte schon viel eher den Kontakt zu meiner Familie abbrechen sollen. Es ist einfach so gut. Alles, was in meinem Leben passiert, es ist einfach so gut. Aber trotzdem glaube ich, es ist nur eine Idee von mir, aber trotzdem denke ich, dass es auch irgendwo wichtig ist, dass man all diese Schläge erlebt hat, die man eben erlebt hat, damit man dann auch später die Energie aufbringen kann, sich wirklich von der Familie fernzuhalten. Am Anfang ist es ja auch so, dass man noch einigermaßen gut in der Familie zurechtkommt, bis man dem Narzissmus auf die Schliche gekommen ist und sich so anfängt, gegen das missbräuchliche Verhalten zu wehren. Vorher, wenn man sich noch nicht richtig gewehrt hat, hält man sozusagen den Zerstörungsdrang von Narzissten noch so ein bisschen in Grenzen, aber danach, sobald ihr euch wehrt, dann artet es ja aus und dann erlebt man so eine Tragödie nach der anderen. Die Vorteile von einem Kontaktabbruch zu seiner narzisstischen Familie sind folgende. Einmal könnt ihr damit euer Leben sehr bereichern. Ihr werdet euch zum ersten Mal in Sicherheit fühlen. Euer Körper kann zum ersten Mal zur Ruhe kommen. Niemand ist mehr da, der euch falsche Anschuldigungen vor den Kopf wirft. Ihr müsst nicht mehr mit Schuldgefühlen kämpfen, die gar nicht gerechtfertigt sind. Euer Körper kann zur Ruhe kommen. Er muss diese Sicherheit auch spüren, um endlich mal zur Ruhe zu kommen. Krankheiten können verschwinden oder zumindest abklingen. Viele Betroffene fühlen auch zum ersten Mal ein Glücksgefühl. Also sie erschrecken regelrecht, wenn in ihnen drinnen so ein Gefühl kommt von, oh mein Gott, das ist ja glücklich sein in mir drinnen. Die kennen das gar nicht, weil das ganze Leben lang eben nur unter Stress verbracht wurde, unter Angst, mit Schuldgefühlen, mit ständiger Angst einfach. Und das fällt dann weg. Und das ist eine enorme Bereicherung. Ja, selbstschädigendes Verhalten, wie zum Beispiel übermäßiges Essen oder Hungern oder sonst andere Dinge, die ihr vielleicht gemacht habt, um diese unaushaltbaren Emotionen in euch drinnen zu betäuben, sage ich mal, die fallen auch weg. Also da merkt ihr erstmal, was das Ganze mit euch gemacht habt, wenn ihr eine Zeit lang raus seid aus der Familie. Und ihr werdet auch nach und nach merken, was wirklich mit euch geschehen ist, was die da mit euch gemacht haben. Aber erst nach einer gewissen Zeit, also sofort kommt es nicht. Schaut euch auch unbedingt meine ersten beiden Videos zum Thema Narzissmus in der Familie an. Einmal Narzissmus in der Familie, wenn die Familie zur Sekte wird und weitere Merkmale. Und das andere, Narzissmus in der Familie, Kontaktabbruch und Überlebenstipps. Genau, und wenn ihr mein Buch noch nicht kennt, Narzissmus in der Familie, Untersuchung eines Verbrechens, holt euch das, wenn ihr betroffen seid. Es hat sehr viele gute Rezensionen schon. Jetzt auch nochmal eine Rezension von einem Psychotherapeuten, der hat geschrieben, eine spannende Reise in die Welt der Spuren, die Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung bei anderen hinterlassen können. Absolut empfehlenswert. Und dann die vom Psychotherapeuten Dr. Gutsche, eine Handreichung für Menschen, die mit dieser Persönlichkeitsstörung umgehen müssen, mit dieser erkennbaren Verbitterung und Enttäuschung über das Leben und den ihnen tief sitzenden Groll und Ressentiments. Ich hoffe, ich habe dieses Wort richtig ausgesprochen. Im Buch ist dieser Sachverhalt gut dargestellt, inhaltlich plausibel, mit guten Ansätzen der Verarbeitung. Dieses Buch ist für die Aus- und Weiterbildung geeignet. Genau, also es werden sehr viele Fragen in diesem Buch geklärt. Und
Dann machen wir weiter mit der Frage, was in der Familie passiert, wenn ihr ausbricht. Und zwar ist es so, dass erstmal eine totale Empathielosigkeit euch gegenüber herrscht. Das hat vorher schon geherrscht, aber jetzt noch mal mehr. Es kann sein, dass die Familie noch näher zusammenschweißt, als sie vorher schon war. Einfach um das Ungleichgewicht so ein bisschen auszugleichen, was herrscht, wenn ihr gegangen seid. Es kann sein, dass der Narzisst den Missbrauch jetzt aufteilt auf die verschiedenen Familienmitglieder oder er sucht sich einen neuen Sündenbock, weil der Narzisst braucht jemanden, auf den er ja alles, was schief läuft, abwälzen kann. Also zum Beispiel ist dann plötzlich der Enabler schuld daran, dass der Sündenbock ausgebrochen ist. Also wenn ihr die Familie verlasst, ist plötzlich derjenige schuld, der bislang entweder der Ehegatte war oder ein anderes Familienmitglied war, was den Narzissten unterstützt hat. Und dann ist es so, dass Verantwortung zu übernehmen eine sehr große Schwäche ist von narzisstischen Familien und deswegen die Vorwürfe dem Sündenbock gegenüber noch schärfer werden können. Also es kann sein, wenn der Sündenbock 10 Jahre später oder wann zurückkommt, dass sich die Familie einfach immer noch im Kreis dreht und immer noch denkt, der Sündenbock ist an allem schuld, was jetzt gerade in der Familie herrscht. Also das ist alles ein bisschen irrational. Genau. Und es kann aber auch sein, dass wenn ihr geht, dass eure Worte, die vorher nicht gehört wurden, jetzt endlich gehört werden. Es kann auch passieren, dass das eine oder das andere Familienmitglied beginnt aufzuwachen, dadurch, dass ihr gegangen seid. Wobei das jetzt nicht der Beweggrund sein sollte, dass ihr geht, sondern der Beweggrund sollte sein, dass ihr euch in Sicherheit bringt und aufblüht, ohne dass man ständig auf euch drauf trampelt, weil ihr seid wertvolle Geschöpfe, ihr seid geliebt von Gott und Gott möchte, dass es euch gut geht, dass ihr aufblüht und genau, das ist das, was er sich für euch wünscht. Und bleibt damit nicht alleine, wenn ihr diesen Schritt geht, sucht euch psychotherapeutische Unterstützung, wenn ihr meine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, dann könnt ihr mich gerne über meine Homepage kontaktieren. Genau, ich verlinke die unter dem Video und dann wünsche ich euch alles Liebe. Ich sage bis zum nächsten Mal und liebe Grüße aus Hamburg, eure Elena.